Wie fühlt sich das an, so eine Traditionsmarke wie Tabu zu tragen? Sie sind sehr sexy, vor allem trägt sie auch nicht jeder. Der Stoff finde ich jetzt allgemein ist viel schöner und man merkt, dass halt ein bisschen mehr Geld drin liegt als für so etwas. Klein, gross, breit, dünn, es sitzt einfach und das macht einem sexy. Ja, es fühlt sich gut an, weil vor allem es ist von Hand gemacht. Ist geil, ist cool. Ich finde es wirklich lässig und es gibt gut Selbstvertrauen und Frauen fühlen sich sexy, perfekt. Also ich habe überhaupt kein Problem mit sexy sein. Ich bin recht selbstbewusst und ich finde Tabu macht auch sehr seriöse Sachen, also überhaupt nicht billig. Auch wenn man nicht ins Finale kommt, wenigstens ist es ein Geschenk, dass wir ein Bikini bekommen. Immerhin finde ich es sehr grosszügig. Dabei sein ist alles und wir sind alle schon mal so weit gekommen, das ist schon mal ist geil. Que basta ya, despierte muchacho, llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, rajao. And the winner is Maya. Ich hoffe mir ein wunderbares Shooting. Ich kann es kaum erwarten, vor allen Dingen auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Wirklich Wahnsinn. Ich habe die Menschen sehr, sehr sympathisch kennengelernt. Das war unglaublich nett, die Atmosphäre die ganze Zeit über. Und ich freue mich einfach auf eine gute Zeit. Wirklich super. Und alle riesen Freude. Also, klar, es hat viele Kandidatinnen gehabt, die hätten können, die es auch verdient hätten. Ich muss sagen, alle 11 haben eine riesen Leistung erbracht heute Abend. Wir sind auf alle stolz. Am Schluss hat eine können und müssen können und wir sind wirklich durchaus glücklich.